Welcome to EA Sports PGA Tour Golf. Servus zusammen und welcome back to EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Wir spielen die Korn Ferry Tour noch. Es sind die letzten 9 Bahnen auf der Korn Ferry Tour und dann werden wir den Swing machen auf die PGA, denn die Korn Ferry Tour als solches haben wir schon mit den meisten Punkten gewonnen. Die Trophäe ist uns eigentlich sicher, so sollte es sein. Die Frage wird nur sein, werden wir den heutigen Spieltag auch erfolgreich abschließen und die Championship, die Korn Ferry Championship hier noch einfahren hier im Pebble Beach Golf Links. Im Moment sieht es gut aus. Wir schauen aufs Leaderboard. Wir haben 4 Schläge Vorsprung vor Dave Bakers und Tim Vasquez, der bei uns im Flight ist, hat so keinen richtig guten Tag erwischt. +1 sieht es für ihn aus. Okay, wir können soweit zufrieden sein. Wir hatten ein Bogey an der 8, konnten aber sofort wieder das ausgleichen mit dem Birdie an der 9. Ansonsten haben wir unseren Matchplan eingehalten, konnten an den beiden Paar 5 die Birdies spielen, was uns ja in der dritten Runde nicht ganz so gut gelungen ist, aber konnten dann noch ein bisschen was draufsatteln an der 4 und der 5 mit Birdies, die dann doch, ich denke, ein kleines bisschen überraschend kamen, aber wir haben auch hier gut vorgearbeitet und mit den Eisen die Grüns getroffen. Wir legen los, wir sind an der 10, 444 Yards, es geht auf die Back 9 hier in Pebble Beach und wir wollen schauen, ob wir dann am Schluss siegreich hier vom Platz gehen. Das ganze Grün, das Fairway hängt von links nach rechts. Deswegen spielen wir hier den Ball natürlich eher auf die linke Seite rein. So, der Wind wird uns dabei auch ein bisschen unterstützen, denn der kommt hier vom Meer. Und ich wünsche uns ein schönes Spiel für die Back 9 Pebble Beach Golf Links. Sehr gut, sehr gut. Damit können wir zufrieden sein. So, es geht wieder ein kleines bisschen bergab. Das heißt, wir werden ihn versuchen, ein bisschen länger zu spielen. Approach mit einem Wedge. Ja, im Endeffekt ist es so, wie gesagt, wir müssen nur schauen, dass wir keine Bogies mehr spielen. Einfach nur den Ball vernünftig nah an den Stock bringen und dann gut putten. Okay, das Grün kommt ein bisschen zu uns. Okay, wir stehen wieder mal, wie so schön, immer wieder über dem Ball. Das heißt, tendenziell müsste er mehr nach rechts fliegen. Oh, this could be good. Also bleib liegen, sehr gut. I always looked inside that 15-foot circle. Anything inside that was going to be a good shot. So in my book, that's a good shot. This is level. Das haben wir sehr selten. It's for birdie. Level haben wir sehr, sehr selten. Ein bisschen mehr Tempo und hoffen, dass er nicht uns wieder über die linke Kante auslippt oder so. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gehabt, dass der immer so gerade drüber gerollt ist. Ich meine, das ist hier schon ein Break, das müsste er annehmen. Der müsste definitiv nach rechts rüberrollen. Ja, wir lassen ihn etwas kürzer. Ah, trennt er uns rechts davon. Ja. Hätten wir doch wieder ein bisschen mehr Speed drauf gekriegt, dann hätte es klappen können, aber dann würde er es sonst eventuell noch weiter hinten liegen. Okay. Es geht ein bisschen bergab. Leicht über rechts. Safely in. It's a par here at the 10th. So, jetzt schauen wir mal, was unsere Mitbewerber hier tun. Kommen sie ran.
Noch nicht. Wir haben immer noch 4 Schläge Vorsprung. Pebble Beach changes significantly. We're going away from the Pacific Ocean now, up the hill toward the forest, Frank. What do you think of the 11th hole? Well, it's tricky, Rich. Number one, because it's blind, as you've detailed, but uphill and it's sea level, so that tee shot's not going to go that far. There is a run out down that left side, just inside the tree line there, that's about 308 yards, but you're not going to go that far. So really, this, you have to respect this hole. Just hit a fairway finder. So, da fällt mir an der Stelle wieder ein, dass wir ja, glaube ich, beim ersten Match haben wir ja eine Statue gesehen. Und diese Statue habe ich zuerst ein bisschen vermutet, wäre ein Spieler gewesen, Jack Nicklaus oder ähnliches. Aber es wurde mittlerweile das Geheimnis gelüftet. Es ist der Gründer dieses Platzes gewesen, also sozusagen der Founder. Und für den ist eben diese Statue Büste hingestellt worden. So, und wenn ich mich richtig erinnere, war das, glaube ich, bis Mitte der 60er, glaube ich, hat er gelebt. Okay. So, wir konzentrieren uns jetzt wieder aufs Spiel. Wir müssen ja den Ball deutlich nach oben schlagen. Das ist natürlich die Frage. Finesse hat wenig Spin, ist ein 54er. Der wird auf jeden Fall ein bisschen zurückkommen. Wir haben auch Rückenwind, aber es ist höher. Das heißt, wir müssen den eigentlich weiterschlagen. Okay, vom Wind her eher nach rechts. Ja, wir bleiben eher links. Dann haben wir eher einen Bergauf-Putt. Wobei, das ist hier auf diesem Grün sowieso ganz, ganz heikel. Das sehe ich schon. Okay, wir werden noch ein bisschen mehr gehen. Okay. Jetzt bin ich ein bisschen zurück. Ah, schade, schade. Ja, wir sehen es. 5 Inches nach unten. Das heißt, der wird wieder ewig durchrollen. Wir sehen auch, dass da hinten kein Plateau ist. Der wird dann, ja, der läuft auf jeden Fall 5, 6 Fuß. Also werden wir den sehr kurz spielen. Den werden wir wirklich nur antippen. Über links. Das heißt, er wird sofort nach rechts wegrennen, weil wir den eben nur tippen. Weil ich will nicht, dass der wieder weiß Gott wohin rennt. Okay, that ball online all the way. It's a birdie here at 11. And stop the presses if you've heard this before. He's well on his way to yet another victory on the year. Ja, also das Birdie war jetzt natürlich überhaupt nicht eingeplant. Par 3, 12. Best to work the ball right to left, landing as softly as possible on one of the firmest greens at Pebble Beach. Ja, aber wir geben es auch nicht zurück. Was wir haben, haben wir. Sehr schön. 197, natürlich auch etwas tiefer. Normalerweise auch hier ein Eisen weniger. Eigentlich müssen wir nur gucken, dass wir hier in den Durchgang kommen. Wir könnten natürlich auch ein Eisen mehr spielen und hoch anspielen. Ja, das Eisen 6 kurz anspielen, kurz und hoch. Ja, der Wind drückt ihn etwas rüber. Wir müssen halt schauen, dass wir in den Durchgang kommen und nicht irgendwie, also im Zweifel halt hier in den Durchgang. Ja, wir werden den hoch anspielen. Da wäre uns ja beinahe direkt ins Loch gefallen. A very sensible play there, right in the middle of the green. Now this for another birdie. Ja, das glaube ich jetzt nicht. Well, I've really been impressed with how he's handled the speed on the greens, but this one is going to be a tester down the hill. Ja. Das ist wieder ein ganz, ganz schwieriger Putt. Ein ganz, ganz schwieriger Putt. Über links. Da unten ist eine kleine Kuhle, wo er dann hoffentlich liegen bleibt. Ja,
That's not bad. He was hoping that would come down a little more, but that's good effort. Ja, vor allen Dingen haben wir keinen Stress mit dem Rückputt. Das ist immer das Wichtigste. Das ist immer das Wichtigste, keinen Stress damit zu haben. That one safely in. It's a par. He was 12. So, noch 6 Bahnen zu gehen. Being over, as it'll remain a 5-shot cushion. Yo. Well, this par 4 13th hole doesn't show up on a lot of postcards the way, say, the 8th hole would. But Frank, this is a legitimate and challenging par 4, isn't it? It certainly is, Rich. 400 yards, but it plays longer than that by virtue of being uphill. But the addition of those 3 bunkers in on the right side have certainly shrunk the width of this fairway. Plus, it still tips from the right side to the left side. And you got an uphill second shot. So, you know, I've seen everything here. 2s, 3s, 4s, 5s, you name it. So, wir gehen natürlich mit einem leichten Fade, würde ich sagen, über die linke Seite, damit er dann hier ein bisschen hochrollt. Sehr schön. Der sitzt. Da müssten wir etwas weniger als 150 Yards jetzt bis zum Stock haben. 140. Auch hier wieder berghoch. Ja, er zeigt es auch an, 13 Fuß. Split the fairway and now I'll have a go at this second shot. Ja, aber da müssen wir jetzt länger sein. Das heißt, wir werden einen Neuner nehmen. Einen Neuner nehmen und hoch anspielen. Mhm. Ne, wir nehmen schon Approach. Oh ja, der Wind drückt den rüber, aber können wir uns darauf verlassen? Wir haben halt sehr wenig Grün hier vorne. Das ist halt das Problem. Wir haben sehr wenig Grün und wir müssen eigentlich kein Risiko eingehen. Also den eigentlich nur sauber aufs Grün bringen, würde uns ja schon reichen. Okay, 25 Fuß. In regulation, but a little away from the band. Ja, das kennen Chance wir. Und jetzt geht's wieder ganz schön bergab. Ach du Schande. This demands a classy touch. There's not a lot of movement in it, but it will be quick. Ja, das ist das Thema. Ich will da auf jeden Fall nicht da hinten rausrollen. Also das wäre ganz heikel. Ja, das ist auch wieder ein Gefälle, was hier permanent nach unten geht. Es ist nicht viel Break. Das ist jetzt nicht das Thema hier. Aber es ist wieder mal die Entfernung. Und ich will auf jeden Fall nicht, dass er da unten rausrollt. Okay, er zittert. Wuha! Pace absolutely perfect there, down the slope. It's in for a birdie. And the lead is up to a full 6 shots on the rest of the field. So wie es aussieht. Frank, the 14th hole, par 5. It is one of the most difficult par 5s in championship golf, isn't it? It certainly is, Rich. Not just because of the length of the hole, 570 plus yards, but reachable only really by the longest hitters in the right conditions. But it's the third shot. I've got to rank the third shot as probably the hardest short wedge shot. Right up there with the 15th hole at Augusta. Yep. So, wir kommen zum nächsten Paar 5, was uns eigentlich das Birdie bringen soll. Aber wir haben jetzt gerade das Birdie gespielt. Also, wir haben Wind nach rechts. Das ist insofern ganz okay. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen. Wir waren, glaube ich, zweimal ganz, ganz knapp hier im Fringe oder fast im Bunker. Und wenn wir halt nicht weit genug hier faden, dann rollt er uns geradeaus durch. Wir brauchen den Fade. Yep. So, ein bisschen noch nach rechts. Bisschen mehr faden. Er muss am Bunker vorbei und das sieht schon wieder schlecht aus. Ah! Aber okay, er ist weit genug drin, sodass die Bunkerkante keine Rolle spielt, aber es hält schon wieder. So. Ja, okay. Ein Holz hier aus dem Bunker raus, finde ich schon spannend. Wir nehmen das Hybrid.
Ach, da müssen wir sowieso pitchen. Das gefällt mir gar nicht, denn Pitch rollt aus. Wir müssten dann sowieso schauen, dass wir eigentlich 219, 286, das wären dann 70 Yards. Nee, wäre eigentlich ein langer Eisenschlag fast lieber. Muss ich einfach so gestehen. Oh ja. Ja, dann müssen wir dann über den Bunker, ne? Ah, jetzt bleibt er im Raff hängen. Little too casual with the second shot out of the fairway bunker on the par 5. That had to find the fairway. Instead, this hole's just getting a little more difficult. Ja, Finesse, ein Wedge. Nee, ein 60er wird uns nicht reichen. Wir müssen da hochkommen. Wir müssen da hochkommen und wir müssen aufs Grün kommen. Und wir haben 87, 97 aus dem Rough, 21 Fuß nach oben. Haben zwar Rückenwind, aber der wird mit Sicherheit einiges an Länge verlieren. Ja, wir müssen einfach hochkommen, dass wir auf dem Grün zum Liegen kommen. Dann wird der Putt sowieso schon wieder schwer genug. Ja, der Putt wird sowieso schon wieder schwer genug. Ah, ein bisschen zu wenig durchgezogen, aber komm. Wow. Leading is one thing, but hitting iron shots like that, that lead is going to increase. Ja, das ist so, wie man manche Spieler auch sieht, die dann Schläger irgendwie durchschwingen lassen oder fallen lassen oder sonst was und im ersten Moment denken, oh, den habe ich schlecht getroffen, das wird nichts. Und das war jetzt natürlich ein glücklicher Schlag, wirklich ein glücklicher Schlag, der genau gepasst hat. Zum nächsten Birdie. Another rolled in there. Birdie's now at 13 and 14. And this is now, if you can believe it, a 7-shot cushion. Yep, wer soll uns jetzt noch stoppen? Frank would be right down the middle. A bad drive would be on 17-mile drive. As scenic as it is, it's not where you want to be, is it? It's out of bounds. Well, you can't afford to go right. You can't afford to pay for that real estate on the right either. So, yeah, anything down there. And fortunately, it's a downhill tee shot. I know there's sort of four bunkers really down the left side. But really, it's the pop bunker that has to be avoided. Ja, genau, dieser Bunker, der macht uns eigentlich ein bisschen Sorgen, aber das braucht's nicht. 255, aber es geht ja ein bisschen runter, das heißt, der rollt noch und dann können wir dann auch locker mit dem Eisen da reinschlagen. Und nochmal, wir müssen eigentlich nur Pärchen spielen. Nur Pärchen spielen, das passt soweit. Also, dann mit dem Holz 3, was eigentlich ein sicherer Schläger für uns ist. Einfach schön hier aufs Fairway driven. Ja, kommt nicht so richtig rechts rüber. Aber er hat ja auch nicht die Länge, dass der hier für den Bunker gefährlich werden könnte. Das heißt, wir haben noch 107 Yards. Also muss man da nicht immer überall mit dem Driver ran. From the fairway noted, this is second. Looking at 101 yards to the front, 107 all the way to the hole, would not surprise me a bit if you were to stick this one close. 7 Fuß nach unten. Und der Wind. Okay. Und der Wind. Also wir müssen den einfach nur safe wieder aufs Grün bringen. Da geht's nach rechts. Links vom Stock geht's nach rechts. Das da drüben. Okay, besser wäre es, wenn er rechts vom Stock zum Liegen kommt. Sandwich takes flight. So ein bisschen Spin. Okay. Pretty average. No, excellent shot. I love it when it's the right distance. This one just a little to the right. Nothing wrong with that. So sehe ich das auch. Also mit dem Schlag war alles in Ordnung. Es geht etwas bergab. Das heißt, wir gehen auf Länge Loch über rechts. Und versuchen einfach nichts mehr anbrennen zu lassen. Einfach nichts mehr anbrennen zu lassen. Ah.
got it there, but not quite on target. So, auch hier versuchen einfach nur das Pärchen. Sauber. Okay, a solid par here at the 15th. And this lead, look at, oh, so comfortable at this point. It remains at 7. So, wir haben 7 Schläge Vorsprung. Frank, what's the right play off the tee? You don't need driver here for a start, Rich. It's a long iron or even, you know, fairway wood. Now, do you see that big gaping bunker in the middle of the fairway? That's not really in play. 205 yards gets over that. But that's the line. If you look closely up the right there, those two bunkers, you just see a little sliver of the bunker, the left of the two on the right. That's sort of a no-no. So anything slightly left of that, that runs out about sort of 280 yards, that is prime. So, auch hier müssen wir eigentlich nicht das Wahnsinnsteil hier reinschlagen, denn wir laufen sonst Gefahr, dass er uns runterrollt bis zu den Bäumen. Denn wir können hier ohne Probleme dann auch mit dem Eisen dann reinspielen. Wir schauen nochmal. Okay, nicht, dass er uns dann doch hier in den Bunker rennt. Das muss nicht sein. Die letzten drei Bahnen wollen wir auch noch ordentlich spielen. Ja, geht nach links. Ja, ich hab's da unten, ich sehe es. Bös verzogen, aber ist kein Problem. Wichtig ist nur, dass wir weit genug von den Bäumen weg sind, damit wir da drüber spielen können. Sehr gut. Soweit, so gut. Yes, there's 135 yards to the flag. Pin on the right hand side, so plenty of room to the left of it. Okay. Es geht nach unten, also eigentlich brauchen wir einen Schläger weniger. Auf der anderen Seite haben wir aber auch Wind. Das 50er, reicht uns das 50er? Das Wedge, das P, ja, das würde noch weitergehen. Und das könnten wir auch noch runterziehen. Reicht uns das 50er mit dem Wind? Aha, so geht der Wind, alles klar. Ja, klar. Mitte grün. Wir spielen das Wedge einfach hoch an. Dann sollten wir doch Mitte grün zum Landen kommen. Ah, ist doch, ja, genau. Okay. Doch ein bisschen kurz, hätte ich länger erwartet. Not quite as close as what we'd all want to finish, but still. Substantial movement on this putt right to left, and it's from distance, so this one not just about speed, but line as well. Ja, 2 inches nach oben, aber deutlich über rechts. Da tut sich einiges. Und wie immer wollen wir schauen, dass er möglichst, wenn er dann runterkommt, also von rechts nach links auf der zweiten Hälfte, wird er ja dann ein bisschen dadurch beschleunigen. Und dann wollen wir natürlich nicht, dass er uns zu weit links übers Loch hinausläuft, wenn er uns hinausläuft. Ja, jetzt läuft er uns nämlich doch links übers Loch raus, aber, und da läuft er uns weg. Yeah, that's good pace, just a little offline, but not too bad from that far away. Okay, didn't want to let that one get away. Solides Pärchen. Jetzt haben wir noch das Paar 3, die 17. And cars to the clubhouse will do nicely as this remains a giant 8-stroke cushion. Well, jetzt geht's nochmal raus an den Pazifik. This is where you can make your mark on this sport. Frank, so much history at this par 3. It's just a great hole too, Rich. You know, that hourglass-shaped green on the angle. But you're right when you talk about history. You go back to 1972, and this hole played into the breeze. It was a one iron for Jack Nicklaus. Said one of the greatest shots he ever hit. Actually hit the flagstick, nearly went in. And of course, one of my favorites is 1982. Tom Watson had missed this green to the left, and the late Bruce Edwards was his caddy. And they were looking for options because they were in such a perilous situation with the US Open on the line. And Watson said, well, what about if I just hole it? And if you look really closely at the footage,
As Watson starts to run across the green, he's pointing his finger back at Bruce and saying, "I told you so." And then just a few years ago too, Gary Woodland hit a chip it on this green and made three. Ja, der ist uns ein bisschen rechts weggeflogen, obwohl der Wind den ja eigentlich nach links drücken müsste. Aber das ist soweit okay, denn wie gesagt, wir haben nur noch zwei Bahnen zu gehen, haben einen extrem guten Vorsprung. And these are the putts you drill when you're on the putting green before the round. This should have a good chance to go in. Das ist, wie man so schön sagt, jetzt ein bisschen Schaulaufen. Auch hier gilt es einfach nur schauen, dass er am Stock bleibt. Break ist nicht allzu gewaltig. Es geht leicht bergab, über rechts. Und jetzt kippt er runter. Ah, und läuft wieder ein bisschen zu niedrig. Pretty good effort, but it'll wander a couple of feet by. No problems there. That's a par here at 17. And that lead already insurmountable. Gotta stay at 9 shots. So, die anderen haben anscheinend noch ein bisschen was eingebüßt. Well, you're not just playing the 18th hole at Pebble Beach, are you? You're taking a moment to soak it all in. Stand on that tee box, look out at the Pacific Ocean. Think about what's happened here. Who's played this hole? Who's made history here? And then you let it rip. Ja, wunderbar, auch diese 18, ein paar 5 direkt hier an der Küste entlang. Und da kann natürlich beim Abschlag auch noch viel, viel passieren. Aber wir schauen hier nochmal hier auf unsere Scorekarte, die nur diesen ganz kleinen Makel hier auf der 8 hat. Ansonsten läuft das hervorragend. Plan wäre natürlich hier auch wieder mit einem Birdie zu finishen. Ansonsten sehen wir, dass auf dem Leaderboard die Kollegen alle... Oh, der Tim Vasquez hat einen ganz üblen Tag erwischt. Plus 4, während Asher Palmer konnte sich gut nach vorne spielen. Nochmal richtig gut ins Geld mit minus 5. Wir stehen natürlich hier, tja, wie will ich sagen... Perfekt. Minus 7. Ganz deutlich haben wir heute den Finaltag für uns genutzt und den anderen eigentlich gar keine Chance gelassen, in irgendeiner Form an uns heranzukommen. Ja, Bakers und Jennings minus 1 war einfach deutlich zu wenig hier, die 71. Und jetzt würde ich doch sagen, sollten wir doch, denke ich, hier mit 10 Schlägen auf jeden Fall reinkommen können. So, der Wind hilft uns, dass der Ball definitiv von der Küste weggetragen wird. Und wir müssen jetzt keine große Action mehr machen. Einfach nur mit einem leichten Draw hier den Ball reinspielen. Genau, zwischen Baum und Küste rein, da ist die Landezone, so sieht es aus. Yes, hervorragende 272 Yards Carry und 299 mit Roll. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dem Hybrid hier aufs Grün zu schlagen. Natürlich, die Fahne steckt hier hinten. Wir haben Gegenwind, ein Eisen 4 wird uns durchrollen, habe ich so das Gefühl. Das 5er könnte zu kurz sein und kommt gar nicht aufs Grün. Wir werden das 4er nehmen, rein faden, drawn und hoch rein drawn, hoch rein drawn. Okay, so sollte das doch hoffentlich klappen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sehr schön. Das wird natürlich jetzt wieder mal ein spannender Bergabputt. Ja, so sehe ich das auch. Well, that second shot's like a banana too. It keeps turning left and you've got to really pick a definitive line and that was just absolutely ripped. So, 8 inches down, das ist ordentlich. Ansonsten tut sich hier breakmäßig wenig. Es ist eher die Länge, die hier entscheidend ist. Zuerst bricht das alles ein kleines bisschen nach links und dann so auf den letzten 10 Yards, da geht es wieder etwas nach rechts. Also, das heißt, wir werden etwas hier über rechts gehen und schauen einfach nur, dass wir den Ball an den Stock bringen, dass er uns nicht so weit hier hinten rausläuft. Ja, jetzt geht er nach links und jetzt müsste er nochmal ein bisschen nach rechts gehen. Ah, schade. Aber ein Eagle wäre jetzt auch zu viel verlangt gewesen.
chance now for another birdie. Ja, ganz, ganz wenig Break. Ganz, ganz wenig Break über rechts. Ein bisschen mehr Speed. Und da ist es passiert. Yeah, that's a good putt there. It's a birdie at 18. 26 unter. Final round 64. Wow. Und jetzt bin ich wieder auf die exorbitanten Animationen gespannt. One thing to win a tournament, it is another to do it right here at one of the really special places in the game. Some say it's America's St. Andrews, but Pebble Beach, yeah, the list of champions too here is great. Danke. So, you know, the scenery, it just matches that list of champions. What a great win. Till next time, for our entire cast and crew, I'm Rich Lerner. This has been a presentation of EA Sports PGA Tour Golf. So long, everybody. Ja, das war's also. Das minus 8, die Conferry Tour Championship, die finale Runde in Pebble Beach Golf Links. Und wir haben ein grandioses Kärtchen, haben sehr gut hier natürlich an den Par 5s performt, wie es sich gehört, überall Birdie gespielt. Dann hatten wir natürlich auch den ein oder anderen Glücksputt, so möchte ich es auch mal nennen, oder glücklichen Putt. Haben aber an der 8 das Bogey kassiert, was uns aber dann nicht mehr weiter, ich sage mal, gestört hat. Ansonsten schauen wir aufs Leaderboard, haben wir ganz klar dieses Turnier gewonnen, für uns entschieden, haben die Trophäe wieder mal in einer ausgiebigen Animation genossen, dass sie uns überreicht wurde, und das Interessante wird jetzt eher sein, ob noch irgendwas kommt, weil wir ja jetzt nicht nur die Korn Ferry Tour als solches gewonnen haben, sondern eben auch die Championship. Dafür war ja auch im Prinzip die Animation, aber jetzt schauen wir mal, wie sich das Ganze darstellt, denn die Tourkarte für die PGA haben wir ja schon erworben. Dann schauen wir mal, was wir hier an Boni bekommen. Natürlich die 360 Tokens für den Pro Pass. Da leveln wir natürlich wieder ein bisschen ab. Sehr schön. Tut sich hier noch was? You finish the Korn Ferry Tour Finals Ranking inside the top. Also, der 30, und wir haben nun die Tourkarte für die PGA Tour erworben. Dafür wird uns gratuliert, und da sage ich doch Dankeschön, wunderbar. Wir haben uns also richtig hier durch die verschiedenen Levels durchgespielt. Erstmal hier über die Challenge Tour sozusagen, hier die Qualifying School gemeistert. Jetzt die Korn Ferry Tour und die Turniere. Ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Turniere haben wir, glaube ich, gewonnen. Und wir haben nicht nur eben diese Finals in den Top 30, sondern wir haben sie sogar dominiert und gewonnen. Hier sehen wir es gerade oben. 4.143 Punkte, ganz klar das Ranking für uns entschieden. Und damit jetzt eben die Tourkarte erworben. So, Quest complete. Und wir können uns die Rewards ansehen. Jetzt haben wir dann die Einstellungen für die PGA Tour Seasons. Da werden wir, denke ich, auf jeden Fall, was die künstliche Intelligenz hier oben angeht, wobei ich weiß gar nicht, ob da so viel Intelligenz dabei ist, werden wir jetzt mal auf 100 stellen. Und den Rest werden wir uns dann ansehen. Regular Events, Major Events, The Players EA Sport Championship und FedEx Cup Playoff Events. Das werden wir dann alles noch hier einstellen. Yep, das können wir noch einstellen, das werden wir noch tun. Aber wir schauen noch mal ganz kurz. Oh, welcome to the PGA Tour. Complete the following to build your career mastery. Okay, also wir sollen die reguläre Saison inside der Top 125, um uns zu qualifizieren, natürlich für die FedEx Cup Playoffs. Und natürlich sollen wir die Tour Championship gewinnen, um den FedEx Cup zu, ja, gewinnen, zu uns zu greifen, to capture, also genau, zu fangen im Prinzip. To catch. Naja, okay, to capture. Also, das soll es erstmal, glaube ich, für diesen Teil gewesen sein. Wir lassen einfach dieses Bild hier so stehen, freuen uns, dass wir auf die PGA Tour als nächstes kommen. Und ich darf mich recht herzlich bei euch bedanken für eure Geduld, für eure, ja,
Klicks und natürlich auch für eure Kommentare und Däumchen. Und wenn ihr natürlich noch mehr sehen wollt von EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal, wäre natürlich ein Abo-Herz aller Herz allerliebst und würde mir natürlich hier ein bisschen weiterhelfen. Dafür würde ich mich recht herzlich bei euch bedanken. Ich sage danke sehr fürs Zusehen, für den Support, den ihr mir die letzten Wochen hier gegeben habt. Wir gehen dann demnächst auf die PGA Tour, werde allerdings jetzt erstmal die nächsten 2-3 Wochen ein bisschen, ja, Assassin's Creed Mirage spielen wollen, weil die Assassin's Creed Serie, die mag ich auch sehr, sehr gerne und das Spiel ist jetzt gerade die Tage herausgekommen. Die DVD liegt bei mir auf dem Tisch und da werde ich dann jetzt auch mal einen Ball reinschauen und das ein oder andere Video machen. Aber nichtsdestoweniger sage ich, wie gesagt, nochmal recht herzlichen Dank für den Support. Wir sehen uns demnächst wieder hier auf dem Kanal und ich wünsche euch ein schönes Spiel für die Zukunft. Bis bald, euer Baden Farmer.